Good Golf aus Valais. Ich habe es die letzten Wochen schon grob angekündigt, jetzt wird es wahr, hoffentlich. Nächstes Jahr möchte ich es wirklich schaffen, Scratch-Golfer zu werden, sprich ein Handicap von null zu schaffen. Und das kriege ich, glaube ich, nur hin, indem ich mir professionelle Hilfe hole, beziehungsweise professionellen Beistand. Und den habe ich gefunden hier in Valais, und zwar in der Golfsportmanufaktur. Und Danny Wilde, der Pro hier, der nimmt sich meiner an, netterweise, und wird mit mir über den Winter trainieren. Heute machen wir erstmal so ein paar Checks, Tests, damit er mal sieht, wo ich überhaupt stehe. Und wir zeigen euch die Golfsportmanufaktur hier in Valais, denn hier kann man unheimlich gut und professionell trainieren. Also bleibt die nächsten Wochen unbedingt dran. Ihr werdet hoffentlich auch ein paar Tipps bekommen und mitnehmen können. Und ich wiederum dann nächstes Jahr viel lernen für mein Vorhaben, Scratch-Golfer zu werden. Lasst ein Abo da, kommentiert diese Videos und gut Golf. Golfsportmanufaktur. Hier in Valais ist alles gerade noch so ein bisschen neblig, aber wir sind Indoor. Und Indoor gehen wir jetzt mal. So, guten Morgen. Wir gehen gleich nach oben. Danny hat hoffentlich schon alles vorbereitet. Jetzt durch bei Michael Weichselgärtner, dem wir hier die Anlage zu verdanken haben. Golf Valais Indoor Center. Und jetzt schaut mal. Trackman. Trackman. Hier kann man Putten üben. Putting Lab. Das seht ihr später auch noch. Und hier hinten ist er, Danny Wilde. Servus. Nicht Danny Wilde, ne? Danny Wilde, ja, richtig. Genau. Danny Wilde war der andere, das ist der von die zwei. Und wo sind wir jetzt hier? Wir sind in der Golfsportmanufaktur. Wir sind in der Golfsportmanufaktur. Deinem Baby? Ja, da gehören immer mehrere dazu, die das auf die Beine stellen. Aber ich habe das in den letzten 4 Jahren so in die Richtung forciert, dass das jetzt ein gut ganzheitliches Zentrum ist, um sich zu verbessern, Träume zu erfüllen, Ziele zu erreichen, sowas in der Richtung. Traum erfüllen ist ein gutes Stichwort. Mhm. Mein Traum ist es ja, Scratch-Golfer zu werden. Du kennst meinen Schwung, kennst du noch gar nicht, ne? Von diversen Videos, die ich mir angeschaut habe, da kenne ich ihn. Ja, ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Bin aber voll motiviert, dich dahin zu bringen. Vielleicht bis Dezember. In welchem Jahr, wissen wir noch nicht. Was haben wir sportlich heute vor, Danny? Also wir machen so eine kleine Ist-Stand-Analyse und das beinhaltet im Prinzip 3 Testungen. Einmal so eine Bodenreaktionstestung, das mache ich mit dem Swing Catalyst Programm, und so eine 3D-Fußdruckmessplatte, eine TPI-Testung, also so eine funktionelle Bewegungsanalyse, die direkt auf deinen Golfschwung angepasst ist und die dir vielleicht hilft, dann auch funktionell dich besser zu bewegen. Wenn man jetzt mal so ganz realistisch ist, also ich meine, du kennst, hast meinen Schwung so mal grob gesehen im Video, ich habe jetzt ein Handicap von 9,4, 9,5, glaube ich. Zeitlicher Rahmen, wenn ich es schaffe, 2-mal die Woche zu trainieren. Was glaubst du, ist möglich? Also ich denke schon, dass wir das in diesem nächsten Jahr hier stattfinden lassen können. Okay, perfekt, das war's schon. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Course Rating etc. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um das Handicap zu erreichen. Viel lieber wäre mir ein Score unter Par oder Par. In dieser Folge konzentrieren wir uns aufs Sportliche, aber in einer der nächsten Folgen zeigen wir euch natürlich auch noch hier dieses ganze Drumherum in der Golfsportmanufaktur, weil was Danny und sein Team hier aufgebaut haben, ist wirklich sensationell, und da könnt ihr natürlich auch jederzeit herkommen. Jederzeit, ja. Also Termine, wir haben hier ein großes Kursprogramm, was ganz gut belegt schon ist diesen Winter. Dann haben wir, wie gesagt, die Indoorhalle, die kann man sich hier stündlich, halbstündlich und wie auch immer buchen. Dann haben wir da hinten noch einen Athletikraum, da kann man Corona-konform in kleinste Gruppen trainieren oder auch alleine trainieren. Let's Fats! Let's Fats! Wie geht's los? Also das Erste, was wir machen, ist so eine online-basierte Testung, TPI von Titleist, Titleist Performance Institute. Die haben das entwickelt vor ein paar Jahren. Da werden wir dann feststellen, was für Muster dein Schwung vielleicht hat und welche Bewegungen du überhaupt in der Lage bist zu tun, um dann mal ein Grundgerüst zu schaffen für die Bewegung, ja, dass wir dann später mal anpacken können und nicht nur die Form verbessern, sondern vor allem die Funktionalität. Es ist ja viel wichtiger, dass es funktioniert und nicht unbedingt immer gut ausschaut, wobei gut ausschauen ist ja... Das ist mir aber schon auch wichtig. Das ist gut ausschauen. Das ist den meisten wichtig. Und da geht die Dynamik so ein bisschen flöten, und ich überlege immer, was zuerst war, ob der gute Schwung, der jetzt vermeintlich gut ausschaut, zuerst da war, oder die Form, die sich
irgendwie ergeben hat oder was, wie sich das bedingt, also was, was zuerst da war, weil wenn es so Bryson DeChambeau-Nummern vergleichst, dann hast halt einen sehr, sehr unkonventionellen Schwung erstmal, ja. Und wenn das immer mehr nachmachen, dann ist das plötzlich das Leitbild und dann ist das plötzlich schön und das, was war, vielleicht nicht. Viele Wege führen nach Rom, ne? Ja. Wenn man sich auf den Golfplätzen anguckt, wie geschwungen wird teilweise, dann ist das schon auch beeindruckend, wie manche ans Ziel kommen. Ne? Ja, also es geht einfach nur mit möglichst wenig Schlägen den Ball ins Loch zu bringen und da geht es darum, dass du einen weiten Ball haust und kurz ins Spiel bereit bist. Fangen wir auch gleich mal an. Mhm. Jetzt mit der Bewegungsanalyse und zwar hier in die Vermessung. Da bist du jetzt dran und müsstest ein paar Tests machen. Ich bin hier oben schon angelegt, Sebastian Benesch. Genau. Und jetzt kommt die erste Frage. Genau, es sind eine ganze Menge Fragen hier. Wow. Ganze Menge an Tests, die wir jetzt hier durchgehen werden. Mit dem Ergebnis aus der Testung bekommst du halt ein Fitnessprogramm, welches dir in den Bereichen, wo du vielleicht noch Potenzial hast, dich besser zu bewegen, ein kleines Programm, das dann über so 6 Wochen geht. Und danach werden wir das dann nochmal testen und im 6-Wochen-Rhythmus dann neu analysieren. Bevor wir jetzt wirklich starten, also ich bin schon ganz heiß. Ach, du warst auf der Tour? Als Spieler? Nicht als Spieler, nein. Ich durfte mal einen Spieler betreuen. Wer war Zeit lang. Das war der Alex Checker, war das. Das war von 2004 bis 2006. Und da bin ich mit ihm gereist und war so ein bisschen Coach, ein bisschen zweites Paar Augen. Habe auch das Management unterstützt und habe dann mal diesen ganzen Circle 3 Jahre mitgemacht, bis ich dann wieder zurückgekommen bin. Und dann ein paar Jahre auf der Damentour mit einer anderen guten Spielerin, mit der Martina Eberl damals. Und habe sie, glaube ich, 7 Jahre betreut, 3, 4 Siege gehabt auf der Tour. Und war auch eine gute Zeit und aus den ganzen Sachen habe ich viel Erfahrung sammeln können und so habe ich fundiert mit dem Studium in Köln auf der Trainerakademie und mir so mein Bild gemacht, so wie es jeder Trainer macht. Spannend und das versuchen wir euch jetzt auch ein Stück näher zu bringen. Also jetzt fangen wir an hier. Also erst habe ich tatsächlich ein paar Fragen an dich und zwar nach Verletzungen, die du mal hattest, falls du welche hattest, wie fit bist du? Und da gehe ich jetzt einfach mal die paar Körperteile durch, die ich hier habe. Mhm. Also den Enkel hier. Nicht verletzt. Also eigentlich ist alles heile, bis auf das linke Knie, das mal verletzt war. Die linke Knie, leicht, okay. Mhm. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten Level hier. Also das ist deine Hüftstellung. Du darfst dich jetzt gerne mal auf die Matte stellen da oben drauf. Auf das Schwarze. Auf das Schwarze, richtig, genau. Mhm. Genau, richtig. Jetzt verschränkst du deine Arme hier vor deinem Oberkörper und beugst dich so, wie du stehen würdest in einer 5er-Eisen-Position, Ansprechposition. Ist gar nicht so schwer, so leicht sich das vorzustellen ohne Schläger, ehrlich gesagt. Ja, also es geht eher um die Oberkörperbeugung da, dass du die gut machst, so richtig machst. So. Und jetzt geht es um die Bewegung des Beckens, also die Bewegung des Kippen. Du hast hier zwei Knochen deines Beckens, oben, unten. Und den kippst du halt zuerst mal nach vorne, den oberen. Das heißt, du machst so eine Art Entenhintern. Und dann gehst du zurück in die Beugung deines Beckens, wenn du es kannst, ja, ohne den Oberkörper mitzubewegen, sondern nur gut und wieder zurück. Und ich schaue jetzt einfach nur auf die Größe der Ausholbewegung. Also bist du wieder bei neutral? Ja. Geh mal neutral, richtig, genau. Und jetzt fang nochmal an. Nach hinten und nach vorne. Jetzt geht es um Single Leg Balance. Mhm. Das heißt, also du stehst einfach auf einem Bein, verschränkst die Arme, von mir aus auch wieder hier ganz gut. Und ich stoppe jetzt mal die Zeit. Die Augen zu machen, oder? Ich stoppe die Zeit ab dem Zeitpunkt, wo du die Augen schließt. Ja, okay. Fang mit irgendeinem Bein an, was du möchtest. Gut, kannst auch gerne immer mal. Genau, okay. Okay, warte. Okay. Was macht das mit den, also dass die Augen zu sind, ey, das ist ja unfassbar. Ja, ich nehme dir so einen, den Analysator Augen so weg, ja, Gefühlsanalysator. Das ist ja das, was du über deine Augen, über Abstände zu Gegenständen halt quasi in deinen Gleichgewichtssinn mit einbaust. Scheiße, links. Okay, ja. Da sind wir wieder beim Thema, linkes Bein, ja. Ich hatte nämlich meine Knie-OP, muss man dazu sagen, das musste ich auch angeben und scheinbar ist das die Schonhaltung. Auf der linken Seite waren es tatsächlich unter 10 und auf der rechten und auf der linken waren es unter 5 Sekunden. Auweia.
Titleist geht davon aus, dass der Tourspieler so über 20 Sekunden ungefähr das schafft. Seated Trunk. Gerade. Okay, und jetzt rotierst du mal rechts und links. Also mit dem Oberkörper, oder? Mhm. Nur mit dem Oberkörper. Und links. Nochmal rechts. Okay, und links. Okay, reicht schon. War's schon? Jetzt sind wir fertig. Juhu! Ich bin auch ganz schön fertig. Das ist gar nicht so easy, also so kalt so diese Dehnungen zu machen. Und jetzt haben wir da quasi die Ergebnisse. Die kriegst du natürlich auch zugeschickt. Per E-Mail. Ja, per E-Mail hast du wahrscheinlich schon. Aha. Und jetzt gehen wir und bauen uns mal ein vorgegebenes Programm. Sieht dann so aus, ja, du hast vier verschiedene Programme jetzt, ja, vier verschiedene Sachen, die du an vier verschiedenen Tagen oder so in Rotation halt einfach machen kannst. Wenn wir das jetzt anschauen, sieht ganz cool aus. Du hast jetzt da quasi alle Übungen, die du machen sollst und darfst in den Sätzen, in den Wiederholungen und wie lange das dauern darf, mit einer Erklärung, die allerdings auch in Englisch ist und einem zusätzlichen auch Video. Ja, also das kannst du auch jedes Mal anschauen hier auf dem... Also das kriege ich alles per E-Mail nach Hause. Das hast du schon jetzt. Das ist schon da und dann geht's halt durch. Ja, ich weiß nicht, wie viele Tests es sind und wir haben ja das Zeitlimit gesetzt. Das schaffst du in einer halben Stunde jeden Tag oder dreimal die Woche mindestens. Das ist ja schon krass. Jetzt ist das ja eigentlich, was wir da erarbeitet haben, in so kurzer Zeit ein vollwertiges Fitnessprogramm, ne? Was so mein Golfschwung im Idealfall besser macht. Also es ist die klassische Anamnese. So. Genau, richtig. Der Arzt sind auch die besten Mittel, die er zur Verfügung hat und ja, das ist halt dann inkludiert in die Einheit. Ja. Also ihr merkt schon, eine Menge Arbeit und Hausaufgaben für mich. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter und dann könnt ihr auch wieder vielleicht ein paar Tipps mitnehmen. Lasst ein Abo da, kommentiert diese Videos fleißig und vergesst nicht Danny Wilde und seine Golfsportmanufaktur. Da könnt ihr diese ganzen Tests und Vermessungen auch jederzeit machen. Einfach auf der Homepage mal nachgucken und googeln. So, nächste Woche geht's weiter, dann mit den nächsten Trainingstipps. Danny, vielen Dank. Ja, danke. Gut Golf, sagt man. Gut Golf. Gut Golf, genau. Gut Golf. Ciao, macht es gut.